Eine alternative Energiequelle ohne Lärm und Gestank. Wir bauen die lautlose Brennstoffzelle von Efeu ein. Stromerzeugung, auch an trüben Tagen. Wenn die Solaranlage nicht mehr liefert, dann steht man ganz schnell ohne Batteriestrom da. Insbesondere wenn man frei steht und keinen Landstrom hat, hat man dann ein Problem. Die Firma Efeu bietet eine Brennstoffzelle an. Sie hat uns die Komfort 140 zur Verfügung gestellt. Wir testen sie. Da wird aus Methanol Strom erzeugt. Sehr kompakt das ganze Gerät, kleines Steuergerät. Wir haben uns noch das Bluetooth-Dongle erlaubt für das Smartphone. Jetzt suchen wir noch einen Platz im Unterboden, um es einzubauen. Da gibt es so ein paar Kniffe. Es darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. Die Entfernung zur Batterie sollte nicht lang werden, denn dann braucht man dicke Kabel. Bleibt einfach dabei, wir zeigen euch, wie es geht. Methanol ist giftig. Manche Leute haben Angst, der Kanister könnte auslaufen. Aber keine Angst, hier ist ein Sicherheitsventil drin, da kann nichts auslaufen. Fast am längsten hat es gedauert, den geeigneten Platz für die Anlage zu finden. Die Anlage sollte nicht bei einer Umgebungstemperatur über 40 Grad betrieben werden, weswegen wir sie weiter weg von der Heizung positioniert haben. Dazu wollten wir regelmäßig an den Kanister kommen können. Sehr einfach ist der Anschluss des Bluetooth-Dongle und der Steuerungsanlage. Der Bluetooth-Dongle wird später verbunden mit dem Smartphone. Damit lassen sich alle Funktionen einfach bedienen. Dann kommt noch der Abluftschlauch an das Gerät und dann sind wir eigentlich mit den Vorbereitungen auch schon fertig. Zwei Löcher brauchen wir, für den Abluftschlauch ein großes und für den CO2- und Abwasserschlauch ein kleines. Das gestaltete sich etwas schwierig, da es bei uns dann doch sehr eng war. Aber am Ende hat es dann doch geklappt. Die Steueranlage haben wir im Unterboden verbaut, denn wir brauchen nicht oft an das Gerät herankommen. Die meisten Funktionen lassen sich per Bluetooth steuern. Die wenigen Einstellungen erfolgen über das Steuergerät. Das war's. War ein bisschen knifflig, weil es bei uns so eng war. Vielleicht habt ihr mehr Platz in euren Garagen oder im Unterboden. Aber man macht das ja nur einmal. Den Wasseranschluss anschließen, einen Luftschlauch, dazu den Kanister und die Verkabelung. Vielleicht lasst ihr das an Elektriker machen. So eine Brennstoffzelle schlägt mit 2.000 bis 3.000 Euro zu Buche. Alternativen wären allerhöchstens Benzinaggregate, sogenannte Moppel, aber die sind so extrem laut, man sollte sie eigentlich auf den Stellplätzen verbieten. Die Solaranlage funktioniert im Winter einfach nicht und wir brauchen ja gerade eine Alternative, um dann noch Strom zu erzeugen, wenn Solarstrom nicht möglich ist. Also die Solaranlage sollte man immer als Ergänzung zu einer Brennstoffzelle sehen. Aus Methanol wird Strom gemacht. Wie funktioniert das? Ich will es euch im Detail erklären. Chemie, Physik, jetzt kommen die Details. Nein, natürlich kommen die jetzt nicht. Das muss uns auch gar nicht interessieren. Viel wichtiger ist, es ist kein Verbrennungsvorgang, sondern diese Brennstoffzelle funktioniert auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen kommt am Ende auch nur etwas CO2 und Wasserdampf aus der Anlage heraus. Luft wird angesaugt. Die warme Luft strömt hinten raus, die sogenannte Abluft muss dementsprechend weggeleitet werden. Das Gerät darf nicht überhitzen, dementsprechend sollte man die Abluft nach außen leiten oder wenn man einen großen Unterboden hat, geht es auch dorthin. Das Schöne an dem Gerät ist, es ist sehr einfach aufgebaut, sehr schnell anzuschließen. Am Ende kommt Strom raus für die Batterie. Die elektrische Anlage überlasst ihr am besten jemanden, der sich damit auskennt. Das müsst ihr nicht selber tun. Für uns eine echte Bereicherung. Das Einzige, was wir uns alternativ noch vorgestellt hatten, war ein Gasgenerator. Der soll wesentlich leiser sein als ein Benzingenerator. Aber am Ende kostete er auch 2.000 Euro. Und dann war der Sprung zu einer Brennstoffzelle nicht sehr weit. Efeu ist derzeit alternativlos, es gibt keinen anderen Hersteller für Brennstoffzellen im Wohnmobilbereich. Wir haben es jetzt einmal ein Wochenende ausprobiert. Es war wirklich keinerlei Möglichkeit, Solarstrom zu erzeugen. Und wir haben
ganz bewusst alles genutzt, was wir im Wohnmobil mit hatten, um Strom zu verbrauchen. Und ja, die Batterie war nach 2 Tagen trotzdem bei 100%. Das Gerät funktioniert tadellos. Ihr selbst, wir haben ein bisschen was verbraucht, viel ist es nicht. So ein Kanister soll nach Angaben von Freunden bis zu 4 Wochen reichen. Also im Winter wird es mit Sicherheit etwas schneller leer werden. Dann nimmt man noch einen zweiten Kanister mit und dann ist auch gut. Feine Sache, wir können euch die Efeu nur empfehlen. Hey, noch ein Hinweis. Im Winter müsst ihr die Efeu ausbauen. Wenn es sehr kalt wird, kommt sie sonst zu Schaden. Sie versucht zwar, Energie zu erzeugen, Wärme zu erzeugen, um sich selbst zu schützen, aber spätestens wenn der Kanister leer ist, gibt es ein Problem. Deswegen, wenn ihr das Wohnmobil nicht nutzt, wenn ihr es nicht beheizt im Winter, ausbauen und wenn ihr wieder losfahrt, baut ihr sie einfach kurzerhand wieder ein. Geht ja ganz schnell. Zwei Kabel, ein Schlauch, das war's schon.